Puff. Puff. Okay, Puff. Puff, Puff jetzt war eigentlich mit zwei A und einem F gemacht, aber egal. Puff in der Tat. Sehr schön. Beginnen Sie bitte mit dem Kreuzverhör. Herr Richter, mein Magen, Sie verstehen, ich habe Schmerzen. Oh, hat er endlich gemerkt, wie scheiße er in seinen Klamotten aussieht? Ich kann meinen Kopf einmal richtig rumdrehen. Ich kann meinen Kopf verdrehen, knack! Schlucken Sie es runter! Mein Genick! Wir sind fast fertig. Mein Genick tut immer noch weh. Ach, halt endlich die Schnauze! Genau. Genau Wohlbekommt. das. Scheiß Nicknack muss. Toffifee, Kassner. Das Kannst würde du ich mal die jetzt. Gerichtsakte Nee, das würde ausholen? ich jetzt erstmal angreifen, weil das Ding wird sich dann wahrscheinlich als Lampe herausstellen und das kann Aber dann ich nicht will mal stimmen. kurz. Aber ich will mal kurz was sehen in der Gerichtsakte. Ja, das hier wahrscheinlich. Weiter. Den Bodenplan? Weiter. Moment. Das, geh mal noch mal einen weiter nach rechts. Rechts, nicht links. Mimimi, von mir aus oder von dir aus? Komm, egal, noch ein. So, da, das macht mich stutzig. Was, die Anwaltsmarker doch immer dabei? Na, boah, nein. Meine Güte, das Maya. Was, Maya? Das kommt ja dann später erst ins Spiel. Aber das macht mich jetzt schon stutzig. Ja, das ist allerdings momentan weniger unser Problem. Ich meine, jetzt gucken wir uns doch mal den Plan hier an. Ich kann ihn noch nicht mal ganz sehen, weil ich nicht Vollbild habe, weil Vollbild noch mehr abspackt und Ah. alles. Ja, auf. Lampe da! Ja, ich würde mal sagen, das greifen wir jetzt an, weil sonst dann sagt uns die Lampe viel um. Rülps. Ja, aber die Lampe kann ja erst umgefallen sein, wenn man dagegen gerampelt ist und nicht Moment, Moment, erst. Moment, 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 geh mal weiter. Geh mal zurück. Geh mal kurz deine Aussagen durch. Weil ich habe noch was anderes im Kopf. Ne, greifen wir aber erstmal das hier an, oder? Darf ich mal ganz kurz sehen? Die anderen Aussagen. Ich. Dann? Ja, Junge, mach mal weiter hier. Ich mach mal kurz Vollbild weg, warte mal. So, jetzt müsste es mal besser gehen. Weil. Die rannte nach links weiter. Ja, aber eigentlich müsste schon irgendjemand links gestanden haben, weil die Lampe ja nicht von selbst umfällt. Ja, aber mach mal kurz weiter. Der Mörder, sie griff, konnte ausweichen. Noch ein. Da. Das macht mich. Mach nochmal die Bodenplanung auf. Er sagte, sie drehte sich um und rannte zur Tür. Ja. Aber woher soll er wissen, was ist, wenn die Tür auch links? Der wusste, hätte ja nicht wissen können, ob sie links oder rechts ist, die Tür. Woher Ja. wüsste sie, dass er sich jetzt umdreht, um zur Tür zu rennen? Ja, das Ding ist voller Widersprüche. Von dem her greifen wir jetzt mal mehrere Sachen an. Weißt du, was ich meine? Das hat mich gerade stutzig gemacht. Woher soll er das wissen, dass sie. Das hätte auch links sein können, die Tür, dass sie zum ersten Mal hinrennt. Was ich mich jetzt allerdings frage, wenn wir ihn jetzt mit der Sache hier rankriegen, dann haben wir ihn schon, weil er kann von sich aus unmöglich gesehen haben, dass da eine Lampe gestanden ist. Greifen wir das mal an. Mach mal, mach mal. Danach können wir ja Mainz mal angreifen, wenn das nicht stimmen sollte. Sie hörten, wie das Ding umfiel. Was genau war das Ding? Das ist die gläserne Stehlampe. Eine gläserne Stehlampe. Okay, dass da vielleicht eine Lampe gestanden haben könnte, wenn sie an war. Okay, aber eine gläserne Stehlampe kann man unmöglich aus dem toten Winkel sehen. Na doch, wenn das laut scheppert und klirrt. Nee, das kann auch eine stinknormale Lampe sein, aber eine Stehlampe, das kannst du nicht wissen. Mach mal weiter. Richtig, die am Tatort umgefallen war. Phoenix. Finden Sie das nicht ein wenig seltsam? Nö. Oh doch. Ja, das ist seltsam. Ich werde dann noch weiter angreifen. Herr White? Was? Sie sagen, Sie hätten die Stehlampe gesehen? Schere. Ja. Dann ändern Sie Ihre Aussage, um das zu berichtigen.
Typ. Mir leid, mein Schlechtes. Der Zeuge revidiert seine Aussage. Gut, gut, natürlich. So. Alte Schinsau sauft still am auf dem Boden liegen. Kann er gar nicht. Bam, bam, bam. Ich bin gerade von der Melodie fasziniert, sorry. Ich bin jetzt schon fast versucht, jetzt schon mal den Bodenplan rauszuholen. Pff, nee, greif lieber nochmal vorher ab. Zur Sicherheit. Ja, war davor kann ich nicht. Angreifen. Meine ich. Achso. Zur Sicherheit nochmal. Eine Stehlampe auf dem Bogen. Das höre ich zum ersten Mal. Warum haben Sie uns nicht schon früher davon erzählt? Warum ich... Nun, mir wurde gesagt, ich soll es nicht. Moment! Einen Moment, bitte! Ich werfe einen Augenblick, um mich zu sammeln. Aber Maria, ficken, facken, ficken, ficken, ich bin so durcheinander. Merkt man dezent. Weit geht in die Knie. Euer Ehren, bitte, Sie dürfen nicht zulassen, dass der Zeuge so unter Druck gesetzt wird. Na, alright! Setzen Sie den Zeuge bitte nicht so unter Druck. Ja, euer Ehren. Edgeworth ist angeschlagen. Hm. Sehr schön, der Zeuge darf mit seiner Aussage fortfahren. Ja, dann... Sollen wir vorher noch meine Aussage kurz angreifen oder willst du die Glasscherben zeigen? Also hier wäre ich versucht, mal den Bodenplan rauszuholen, aber das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu eindeutig. Oder sollen wir das mal probieren? Wie gesagt, entweder machst du jetzt, präsentierst du jetzt schon was, oder wir greifen meine Aussage mal an. Ich will es doch das mal ausprobieren. Eigentlich, der kann die Stehlampe überhaupt nicht gesehen haben. Aber die Scherben. Den kann er auch nicht gesehen haben. Die fliegen doch ein bisschen höher. Ja, aber der kann unmöglich gesehen haben, dass das eine Stehlampe gewesen ist. Außer, mach einfach mal. Sorry für die Wuster. Herr White, Sie hätten die Stehlampe gar nicht sehen können. Was? Sehen Sie hier. Das ist der Bodenplan des Tatorts, nicht wahr? Ich hätte es jetzt beinahe für einen Playboy-Katalog gehalten. Hey, gib sie mir wieder! Richtig, euer Ehren. Nun sehen Sie. Würden Sie durch das Fenster im Büro sehen, wäre dies der Bereich, den Sie einsehen könnten. Hier. Nun, beachten Sie, dass die Standfläche sich nicht im Sichtbereich befindet. Nun, Herr White, was fällt Ihnen dazu ein? Ich hab mir die Hose ich hab mir in die Hose gemacht! Echt? Ja. La, 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 und ich kriege gar nicht einen Standard durch diese Popelei. Lächerlichkeit. Die Schlümpfe laufen nebenan, oder ist das die Zauberflöte? Herr White? Wären Sie im Hotel Gatewater gewesen, wie Sie behaupten, hätten Sie die Lampe nicht sehen können, bevor sie umfiel. Sie hätten sie auch nach dem Unfall nicht sehen können. Sie hätten nicht erkennen können, dass die Glasscherben zu einer Stehlampe gehören. Wann also haben Sie die Lampe gesehen, Herr White? Es muss in dem Moment gewesen sein, als sie umfiel. Und der einzige Ort, von dem man das aus gesehen haben könnte, war die Kanzlei Fay. Mit anderen Worten, Sie waren zum Zeitpunkt der des Mordes am Tatort. Ich find das so geil! Hört Bengel! Harakiri! Ja, halt! Der rafft sich doch bestimmt gleich wieder. Herr White. Sie waren es, nicht wahr? Herr Richter, ich freue mich,
Es sieht aus, als gibt es gleich ein Urteil. Jetzt ist Schluss, Phoenix Wright. Was? Mist, ich habe Hedgehog vergessen. Herr White. Ich denke, es ist soweit. Sollten Sie Ihr Verbrechen jetzt nicht gestehen, hm? Was? Ich sagte, Sie sollten Ihr Verbrechen jetzt gestehen. Also, geben Sie zu, dass Sie die Wanze platziert haben. Die Wanze? Ja, Edgeworth, erklären Sie dem Gericht, was Sie meinen. Hochverehrtes Gericht. Herr White ist etwas verwirrt. Erlauben Sie mir, das zu erklären. Nein! Mir gefällt gar nicht, worauf das hinausläuft. Wie Sie wissen, ist Herr White der CEO von Blue Corp. Er wies seine Sekretärin Fräulein April May! Ach Gott! April, Mai, Juli! Ganz ehrlich, ich hasse diese Namensgebung in dem Fall. Fräulein April May an der Kanzlei von Fall of Hay. Mit dem Begellerei. Ja eben, warum May Fay? Weil ist so Käsekuchen. Sie hängt das zusammen mit... Euer Ehren? Die Frage lautet... Wann wurde die Wanze im Büro platziert und von wem? Nein, das können Sie nicht tun. Herr White, um die Wanze anzubringen, drang sie in Fräulein Fays Büro ein. Stimmt das? Correct. Das ist vollkommen correct, Miles. Ich hasse Edgeworth. Das darf nicht wahr sein. Ja, ich drang in die Kanzlei von einem Partner ein, um die Wanze anzubringen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Edgeworth hasse? Dabei habe ich diese widerliche Stehlampe gesehen. Widerlich! Ein Typ, der sich so anzieht, nennt irgendwas widerlich. Widerlich sind Sie mit Ihrer Igelfrisur. Färben Sie Ihre Igelfrisur blau. Jetzt bin ich verwirrt. Bitte erklären Sie dem Gericht, was das heißt, Herr Edgeworth. Mit Vergnügen, euer Ehren. Herr Phoenix Wright hat seinen Standpunkt klar gemacht. Er hat deutlich gemacht, dass Herr White von der Stehlampe im Büro wusste. Er hat gezeigt, dass Herr White die Lampe nur zu einem Zeitpunkt gesehen haben kann, zum Zeitpunkt des Mordes. Natürlich wollte Herr White, dass Sie glauben, Herr... bringt White, White, ne? Schön! Ich hasse diese Namensgebung. Willst du wieder Batz-Cola haben? Ah, gerne. Natürlich wollte Herr Wright, dass Sie glauben, Herr White sei der Mörder. Ich verstehe kein Wort, aber ich nicke einfach mal. Aber es ist klar, dass Herr White schon vor dem Mord einmal im Büro gewesen ist. Er ging dorthin, um die Wanze zu platzieren. Dabei hatte er die gläserne Stehlampe sehen können. Also hat er die Theorie von Herr Phoenix Wright als haltlose Vermutung erwiesen. Niedlich. Herr Wright, berichten Sie dem Gericht, wie Sie die Wanze platziert haben. Glitze, glitze, bling, bling. Ja, genau. Mir wird schlecht. Der Lauschangriff. Es war Anfang September, die Woche vor dem Mord. Mhm. Ich drang in die Kanzlei für ihren Partner rein. Natürlich, um die Wanze dort zu installieren. Da bedarf diese gläserne Stehlampe. Sie hatten die Lampe also vor der Nacht des Mordes gesehen. Und warum wussten Sie, was da umgefallen war durch das Geräusch? Glitze, glitze, bling, bling! Korrekt, das stimmt. Ich verstehe. Sehr gut, Herr Wright, beginnen Sie mit dem Kreuzverhör. Was mache ich nur? Viel Glück, Phoenix. Das ist alles? Ja. Komm schon, Maya, tu irgendwas.
Ich geh kacken. Ja, so guckst du auch gerade. Ich weiß. Ich muss mal.